Servus Leute, jetzt geht's ins Wildschweingebiet. Ich war hier schon mal mit den Jungs, da sind wir geflüchtet, weil die Wildschweinrotte kam. Ja, was soll's. Also heute habe ich frei und das Wetter ist nicht so schön wie die letzten Tage. Es regnet ein bisschen und die Sonne hat sich verpisst. Wir hatten die letzten Tage immer Sonne und fast 20 Grad warm. Heute sind es vielleicht maximal 10 Grad. Aber völlig egal. Ja, ich möchte jetzt meinen Lagerplatz suchen. Ich habe ein neues Tarp dabei. Dann bleibt's einfach dran. Schwierigen Platz heute irgendwie. Hier ist zwar alles toll, aber andererseits brauche ich einen gewissen Abstand für die Bäume. Von den Bäumen meine ich. Ja, ein 3x3 Meter Tarp, muss ich mal schauen, und der Hängematte. Die Hosenträger sind super. Jetzt rutscht die Hose nicht mehr, wenn ich einen Rucksack trage. Früher hat es mir immer den Arsch runtergezogen. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Deswegen habe ich mir gedacht, ziehe ich Hosenträger drunter. Und ja, so bin ich jetzt sorgenfrei. Brauche keinen Gürtel mehr. Der hat auch immer hier so gedrückt. Ist wesentlich bequemer. Ja, mei. So, das neue Tarp. 3x3 Meter. Das ist so brandneu, dass sogar noch hier das Verkaufsschild dran hängt. Und nun, Premiere, werde ich dieses Tarp zum ersten Mal aus der Hülle ziehen. Tada! Das bietet erstmal ausreichend Platz. Wunderbar. So, das ist mein Kochset. Ich habe leider keine Küchenwaage. Ich kann euch nicht sagen, was das wiegt. Aber ich habe das ganze System hier ein bisschen umgebaut. Und zwar ist das Sackerl hier ist von dem Helikontex Topf oder Tasse. Und ja, hier ist ein Stanley drin. Das ist die Titan-Tasse. Hier ist nicht der Stanley-Deckel drauf, sondern der Titan-Deckel. Und hier drin befindet sich nicht von Stanley die Kaffeebecher, sondern habe ich einmal eingepackt eben den Faltbecher. Den habe ich ja schon öfters mal gezeigt. Und dann habe ich mit dabei wieder das Tuch und den MSR Rocket Kocher. Genau diesen hier. Schön leicht. So für Tagestouren ist das eh schon mehr als genug, als man braucht. Und ja, hier mache ich jetzt meine Ravioli warm. So, eins ist garantiert, mein Essen ist mal fertig. Es ist bestimmt nicht sonderlich heiß, aber es ist unten angebrannt, also schmeckt schon mal richtig scheiße. Und ich nehme bestimmt keine Ravioli mehr mit. In so einem hohen Becher mache ich die nie wieder. Das ist eine richtige Schweinerei. Aber vielleicht habt ihr selber schon mal die Erfahrung gemacht. Man lernt nie aus. Eklig. Kann man nicht gescheit essen, ne?
So, ist jetzt eine gute Stunde später. Ich habe das Tab schon weggeräumt. Die Sonne hat ein bisschen rausgeschaut. Ja, jetzt blendet die Sonne so stark, dass mein Gesicht wahrscheinlich ganz karsig ist. Und deswegen mache ich an der Stelle einfach ein Ende. Schön, dass ihr dabei gewesen seid bei diesem Video. Und ich hoffe, wir sehen uns hier draußen in der wunderschönen Natur auf meinem Kanal wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Servus, ciao.